Blumenkohl essen wir hier so gerne, dass wir ihn ein zweites Mal anbauen, sodass wir im Herbst nochmal ernten können. Wir achten darauf, dass wir eine spezielle Sorte dafür haben, die eben resistenter ist und auch witterungsunempfindlicher. Wann passiert das? Wir sehen aus von Anfang Juni bis Ende Juli. Für die Aussaat verwenden wir nährstoffarme Aussaaterde. Wir haben eine Saattiefe von ungefähr einem halben bis maximal einem Zentimeter. Und wenn wir aussehen, dann gucken wir, dass wir zwischen Saatkorn und Saatkorn ein bisschen Platz haben. Dann lässt sich es hinterher leichter pikieren. Unser Aussaatschälchen darf dann gerne ein bisschen schattiger und kühler stehen. Wir gießen sogar auch mit kaltem Wasser an, denn eine Keimtemperatur von 15 bis 20 Grad ist im Juni, Juli teilweise schwierig zu realisieren. Deswegen der kleine Trick, dann funktioniert das gut. Wenn euch unser Video gefällt, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank! Besonders schön ist bei der späten Sorte von Blumenkohl, dass es eine recht schnelle Kultur ist. Also von der Aussaat bis zur Ernte dauert es wirklich nicht so lang. Und das Erntefenster erstreckt sich dann sogar bis Ende November. Nach der Keimung dürfen die Pflänzchen dann auch wieder in der Sonne stehen. Nach der Aussaat dauert es ungefähr 2 bis 3 Wochen, dann kann pikiert werden. Wir setzen die Pflänzchen ein bisschen tiefer, ruhig schon bis zu den Keimblättern, und sie kommen dann in etwas größere Töpfchen oder in größere Quickpot-Behälter, denn so können sie länger in den Gefäßen, in den Pöttchen drin stehen bleiben, bis ein Beet frei geworden ist und sie dann umziehen können. Wenn ihr regelmäßig über unsere neuen Videos informiert werden möchtet, dann abonniert gerne kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Meldung. Die Jungpflanzen stellen wir dann auch schon vorsorglich unter Netze, damit da auch kein Schädling rankommen kann und sie sich gut entwickeln können. Der Standort für den späten Blumenkohl sollte auf jeden Fall sonnig sein. Wir wissen ja, im Herbst ist jeder Sonnenstrahl kostbar. Und der Blumenkohl als Starkzehrer braucht auf jeden Fall eine Erde, die genug Nährstoffe hat. Bei der Aufdüngung verwenden wir bei Kohl keinen Mist, wir nehmen Urgesteinsmehl und Kleedünger nach Packungsangabe für einen Starkzehrer. Und wenn die Pflanzen dann in die Erde kommen, dann werden sie auch tiefer gesetzt bei uns. Wir haben hier einen Reihenabstand von 50 bis 60 cm und einen Pflanzenabstand von 40 bis 50 cm. Das sieht am Anfang viel aus, aber die Pflanzen werden tatsächlich groß, die brauchen den Platz. Welche Beete sind denn frei geworden? Bei uns sind das in der Vorkultur Beete wie dicke Bohnen oder auch wenn die Frühkartoffeln abgeerntet sind oder eben auch Zwiebel, Knoblauch oder Erbsen. Mit wem steht der Blumenkohl später denn gerne zusammen und mit wem eher nicht so gerne? Nicht so gerne steht er zusammen mit Knoblauch, Zwiebeln oder auch mit anderen Kohlpflanzen. Hingegen gerne steht er in Nachbarschaft mit Kopfsalaten, Aubergine, Sellerie, Lauch, Gurken oder eben auch mit Buschbohnen. Die Pflanzung bei uns erfolgt dann von Anfang Juli bis Anfang August. Wenn die jungen Pflanzen dann in der Erde sind, dann dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, sie anzugießen. Wir machen das generell mit effektiven Mikroorganismen, aber das Angießen dürfen wir nicht vergessen. Auch wird natürlich direkt gemulcht, wir nehmen dafür gerne Stroh, denn die Pflanzen kommen bei uns unter Netze. Zum einen wegen unseren Tauben, die sie gerne essen, aber auch wegen den ganzen Schädlingen, die im Herbst doch recht aktiv sind. Und wenn wir den Blumenkohl spät in den Hochbeeten einsetzen oder eben in den Kartoffeltonnen, da ist es ganz besonders zu schauen, dass sie genug Wasser haben im Sommer. Falls wir das Beet am Anfang nicht genug aufgedüngt haben mit Nährstoffen und sehen, hier ist ein Nährstoffbedarf da, dann können wir mit einem Flüssigdünger oder eben auch mit einer Jauche nacharbeiten. Ist es uns wichtig, dass wir auf jeden Fall weiße Blumenkohlköpfe bekommen, dann können wir die Innenblätter ein bisschen knicken und den Blütenkopf damit abdecken. Damit ist er geschützt vor Sonne und Regen und kann sich eben nicht so verfärben und bleibt eher weiß. Besonders schön bei dieser späten Sorte ist die unterschiedliche Entwicklung. Also die werden nicht alle gleichzeitig reif, sondern wir haben automatisch ja eine versetzte Ernte. Die werden unterschiedlich reif und wir können dann immer nach Bedarf ernten und haben ein recht großes, langes Erntefenster. Das fängt teilweise je nach Jahr schon Ende September an, auf jeden Fall Anfang Oktober und zieht sich dann bis Ende November. Im Vergleich zur frühen Sorte muss man schon sagen, dass wir hier ein bisschen kleinere Köpfe haben, aber immerhin, im Herbst so immer wieder einen Blumenkohl zu ernten, ist schon was Schönes. Blumenkohl ist in der Zubereitung so vielfältig, er lässt sich sogar als Rohkost essen, zum Beispiel als Rohkostreis ganz fein geraspelt oder eben als Curry oder einfach gedämpft und dann mariniert. Wir können ihn auch einfrieren, wenn wir ihn für die Selbstversorgung haltbar machen möchten, also doch ziemlich vielfältig. Wie isst du den Blumenkohl am liebsten? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Vielleicht möchtest du noch weiterschauen. Wir haben hier zwei Playlists für dich verlinkt. Einmal unsere Playlist über den Gemüseanbau ganz allgemein und einmal unsere Playlist mit den ganzen kurzen, knackigen Gemüseanbau-Videos aus unserer Serie Grow Veggie. Wir wünschen dir viel Spaß bei dir im Garten. Bis zum nächsten Mal.